Am 23. Februar 1962 wurde in Frankfurt das Centro Italiano eingeweiht. Das war ein Zentrum für italienische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in der Stadt, in dem es soziale Betreuung, ein Kulturangebot und auch ein Ärztehaus, ein medizinisches Angebot für die Menschen geben sollte. Und zwar ganz überwiegend auf Italienisch, um den Menschen hier auch eine Art Heimatgefühl zu vermitteln. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Stadt insgesamt etwa 27.000 Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, darunter die größte Gruppe, etwa 11.000 Italiener und Italienerinnen. Westdeutschland benötigte während der Wirtschaftswunderzeit ganz viele Arbeitskräfte aus dem Ausland, denn die deutsche Wirtschaft boomte. Es herrschte Vollbeschäftigung und erst Anfang der 70er Jahre zur Ölpreiskrise gab es dann zum ersten Mal wieder Arbeitslosigkeit. Auch die Frankfurter Wirtschaft boomte. Neckermann bezog 1960 seine Zentrale in der Hanauer Landstraße. Dabei verkauften sie nicht nur Kleidung und Alltagsgegenstände, sondern auch Schweinehälften und Fertighäuser. Zudem gab es in Frankfurt noch viel größer als Neckermann die Farbwerke Höchst, die eine so riesige Produktpalette herstellten, dass sie damit ein ganzes Memory herausgeben konnten. Nicht nur diese beiden Industriegiganten brauchten Arbeitskräfte, sondern eigentlich alle Industriezweige, auch das Reinigungswesen schon sehr stark und in den 60ern auch schon die Pflege. Deswegen schloss Westdeutschland damals schon 1955 ein erstes Anwerbeabkommen mit Italien und es folgten dann in den 60ern Anwerbeabkommen mit Spanien, Griechenland, Portugal, der Türkei und anderen Ländern, um diesen Arbeitskräftebedarf zu decken. Diese Menschen kamen nach Deutschland zunächst mit Zeitverträgen und wurden von den Fabriken in Barackenlagern nach Geschlechtern getrennt untergebracht. Es war eigentlich so gedacht, dass sie nur 3 Jahre hier arbeiten und dann wieder in die Heimat zurückkehren. Dies ging, wie wir heute wissen, an der Realität vorbei. Die Menschen wünschten sich, heimisch zu werden hier in der Stadt. Sie holten ihre Familien nach, auch ihre Kinder, suchten sich Wohnungen auf dem sehr, sehr umkämpften Frankfurter Wohnungsmarkt und versuchten, sich zu integrieren. Staat und Stadt reagierten relativ verzögert mit Integrationskonzepten auf diese neue Realität. Es wurden zwar diese ersten Zentren eingerichtet, aber bis es dann wirklich auch ein Integrationskonzept für Schulkinder gab, dauerte es noch bis weit in die 70er Jahre.